Absolut richtig, Azrael. Der Vollmond steht in der Endphase besonders günstig für uns. Und wir zwei wissen genau, was das heißt, nicht wahr? Ja. Bei Sonnenaufgang wird uns das große Zauberbuch den ganzen Tag zur Verfügung stehen und es wird wirklich ein langer Tag werden für die Schlümpfe. Sind alle Schlümpfe hier? Ja, Papa Schlumpf! Es sieht nach Regen aus. Wir sollten vorher das Dach meines Hauses erneuern. Ein paar Schlümpfe können in den Pilzfeldern ein neues Dach suchen. Ich werde dabei behilflich sein, Papa Schlumpf. Komm, Azrael, es wird Zeit. Ich weiß, es spukt hier unten, aber wo ist das nun mal im finsteren Gewölbe? Ist ja schon gut, du mieser Feigling. Die Kerze, wo ist denn bloß die Kerze? Ich wünschte, es wäre etwas heller verflixt und verhext. Oh, danke schön. Du mieses, elendes, feiges Miststück. Wer beschimpft mich da? Oh nein, sowas würde ich doch niemals tun. Das würde ich mir im Traum nicht erlauben. Dieser Krach und diese Schimpfworte, wie soll man das schlagen? Vergib mir, großes Zauberbuch, aber du weißt doch, die Endphase des Vollmondes ist gerade eingetreten und nun... Ich weiß, ich schulde dir einen ganzen Sack voller Wünsche. Bringen wir's hinter uns. Ich denke, mir ist nun endlich der Gedanke gekommen, über den ich so lange nachdachte. Wirklich? Das sagst du jedes Mal. Es ist diesmal ganz sicher, absolut idiotensicher. Nichts ist vor Idioten sicher. Was ich brauche, ist ein Zauberrezept, um ein neues Schlumpfdorf aus dem Boden wachsen zu lassen. Ein viel besseres mit neuen Häusern und Wegen, wo diese kleinen Biester nur so hineinströmen. Und wenn sie einziehen, ja, dann wird die Falle zuschnappen. Na gut, blättert ihr mal. Finde einen Platz, wo die Pilze wachsen. Zermahle die Federn einer altersschwachen Krähe. Für den Zehennagel einer räudigen Katze hinzu und verteile alles über die Pilze im Nu. Dieser Anblick ist ja atemberaubend. Herrlich. Und nun müssen wir noch einen Weg finden, um die Schlümpfe da hineinzubringen. Aha, da kommt gerade eine Bande von diesen blauen Wichten. Handy! Diese Pilze sind nicht annähernd groß genug für Papa Schlumpfs Dach. Vielleicht gibt es einen großen am Fluss. Nein, nein, nein. Nicht diesen Weg. Den anderen, ihr Dummköpfe. Den anderen zum neuen Schlumpfdorf. Oh. Da! Autsch! Ich verstehe das nicht. Jedes Mal, wenn ich mich an deine Anweisungen halte, geht etwas schief. Du verstehst eben keinen Spaß, du humorloser Trottel. Gut, ist ja schon gut. Aber was ich brauche, ist ein Trick, um die Schlümpfe in das neue Dorf zu locken. Also, such dir zwei Spiegel der gleichen Größe. Schmeißliegenbeine werden dir taugen, Zunge heraus und kreuze die Augen. Nun sprich dreimal das Wort Schmalzfliege, 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 Schmalzfliege. Nichts ist passiert, das funktioniert doch wieder nicht. Was soll dieses Gejaule? Komisch, ich sehe dort rein und komme hier raus. Auch meine süße Stimme. Herrje, Azrael, das wird die herrlichste Falle, die ich je aufgestellt habe. Ob mein Gesicht so vertrauenerweckender aussieht, was denkst du? Diese Pilzkacke hat bestimmt die richtige Größe, Handy. Papa Schlumpf wird sich riesig freuen. Oh, seht doch mal dorthin, Freunde. Das ist wirklich der schönste Spiegel, den ich jemals sah. Seid bloß vorsichtig, Schlümpfe. Es könnte eine Falle sein. Sei nicht so ängstlich, Schlumpfine. Der Spiegel ist ganz harmlos. Sieh doch nur, wie toll ich aussehe.
Seit wann habe ich denn ein Bart? Ich gratuliere euch herzlich, meine lieben Schlumpffreunde. Ihr seid nun die stolzen Besitzer eines magischen Spiegels. Mit diesem Spiegel kann euer gesamtes Dorf heute Mittag die Schlumpf-Ackershow sehen. Dieser magische Spiegel ist ein einmaliges Geschenk nur für Schlümpfe. Sackerblöluträg, er sagte, der Spiegel sei magisch. Und er gehört mir. Verzeihung. Ich wollte sagen, uns. Nun ist es an der Zeit, den Fortgang der Dinge zu überprüfen. Die Stunde Null rückt immer näher. Und du sagst, der Spiegel ist euch geschenkt worden von einem freundlichen Herrn mit einem Bart im Gesicht? Ja, Papa Schlumpf. Der freundliche Herr meinte auch, wir sollten uns die Schlumpfackershow ansehen. Das klingt nicht gefährlich. Also ich sehe keinen Grund, warum ich euch die kleine Freude verbieten sollte. Ja, ihr dürft hingehen. Ja, voll, prima, prima, prima. Hallo, 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 ihr lieben Schlümpfe. Willkommen zur Schlumpf-Acker-Show. Die Show, bei der ihr singen und tanzen und schließlich in das wunderschöne neue Schlumpf-Acker umziehen könnt. Ja, toll, überstanden. Wohin umziehen? Nach Schlumpfacker? Das ist richtig, nach Schlumpfacker. Das nagelneue Dorf, so schön wie eures, nur viel moderner eingerichtet. Schlumpfacker. Erster Preis im Wettbewerb, das schöne Dorf. Swimmingpool, Tennisplatz und ein Golfplatz mit englischem Rasen und 18 Löchern. Alles für Schlümpfe. Ja! Später mehr über Schlumpfacker. Jetzt wollen wir herzlich mit einem der witzigsten Spaßmacher lachen, die rund um den Erdball zu finden sind. Applaus für Tom Foolery. Schakale, Schlümpfe und Schlumpfine. Etwas Komisches passierte auf meinem Weg nach Schlumpfacker. Ich traf einen Schlumpf, der noch im alten Dorf lebt. Er sagte, sein Haus wäre so klein, dass er morgens beim Gähnen die Arme zum Fenster ausstreckt. Tete! Treffen sich zwei Schlümpfe im Wald, sagt der eine. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen, sagt der andere. Natürlich, ich bin doch der, dem du immer auf den Füßen rumtrampelst in unserem viel zu engen Dorf. Irgendwas kommt mir seltsam vor bei dem Spaßmacher. Wenn du mich fragst, Papa Schlumpf, er ist überhaupt nicht zu lachen. Nein, der Kerl kommt mir bekannt vor. Das war die Tom-Foolery-Show. Und nun der Teil des Programms, auf den ihr alle gewartet habt. Hier seht ihr wieder Schlumpfacker, das Luxusdorf für Schlümpfe. Und nun die große Überraschung. An die ersten Interessenten verschenken wir Häuser. Na, was sagt ihr dazu? Jedem sein eigenes kleines Häuschen. Häuser verschenken? Einfach so? Ja, ihr hört richtig. Und wie geht's nach Schlumpfacker? Man folgt dem trockenen Flussbett bis zum Pilzfeld. Dann geht man einen halben Kilometer gen Norden bis zum gefällten Ahorn. Ja, beeilt euch! Sehr merkwürdig ist das alles. Wir wollen der Sache lieber mal auf den Grund gehen. Oh, Freude, oh, Entzücken, Azrael, sie kommen, sie laufen in ihr Schicksal wie das dumme Rindvieh ohne seinen Leitochsen. Haha, und nun zum großen Zauber, der sie endlich in die Falle lockt. Dieses Schwimmbad ist viel schöner als der alte Tümpel. Also das nenne ich Luxusleben. Denk an meine Worte, Toki. Eines Tages wird dies der Sport sein, den jeder erfolgreiche Schlumpf spielen wird. Toki! Sie amüsieren sich aber wirklich gut, Papa Schlumpf. Trotzdem habe ich ein schlechtes Gefühl dabei und weiß gar nicht warum. Sieh mal einer an. Jetzt hole ich zum letzten großen Schlag aus. Steh auf den Händen, an die Knie, schlag dabei. Aus! Sag Walla Walla, schon ist Zauberei. Oh, ein Wunder! Endlich habe ich alle Schlümpfe gefangen. Ich kann es kaum erwarten, ihn an den Kragen zu gehen. Aber der Turm stört. Dieser verdammte Turm, dieses verflixte Buch. Jedes Mal, wenn ich mich auf das Buch verlasse, bin ich der Dumme und alle lachen über mich. Oh, Papa Schlumpf, du hattest recht. Alle Schlümpfe sind hier jetzt in diesem schrecklichen Turm. Komm, Schlumpfine, wir müssen zurück ins Dorf. Ich brauche einen guten Zauberspruch, aber keine Angst, ich werde schon einen finden. Aber Papa Schlumpf, was machen wir, wenn Gargamel vor uns zurückkommt? Dafür habe ich einen Plan. Mach dir keine Sorgen deswegen. Los, komm. Hilfe! Hilfe!
So, ich habe diesen magischen Spiegel ein klein wenig umgebaut. Gargamel wird sein blaues Wunder erleben. Oh, ich hoffe, ich mache alles richtig, Papa Schlumpf. Du schaffst das schon. Hauptsache, du beschäftigst Gargamel, bis ich unsere Freunde befreit habe. Ich versuch's, Papa Schlumpf. Aber, was ist denn das? Meine Damen und Herren, willkommen zum Kochmagazin Mahlzeit. Kochen mit den Schlümpfen. Heute werde ich Ihnen erklären, wie man einen echten Schlumpfeintopf zubereitet. Der Appetit wird dir noch vergehen, du Gauner. Man nehme zuerst eine Handvoll Schlümpfe. Das ist wirklich keine Schwierigkeit. Dann lege man sie in Zwiebeln ein und brate sie 10 Minuten in Schweineschmalz goldbraun. Man füge eine Prise Zimt, Salz und 2 frische Buntspechteier hinzu. Kommt, meine Freunde, aber beeilt euch! Dann nehme man Öl, Eichenrinde und Pfefferschoten und vermahle sie zu feinem Pulver. Geht das nicht ein bisschen schneller? Es wird gleich dunkel. Was sagte ich? Es wird dunkel? Nein! Nein! Reingefallen! Warum tun Sie mir das an? Warum quälen Sie mich so? Ich werde diese gemeinen Schlümpfe niemals fangen! Niemals! Niemals! Ah, endlich zu Hause. Es gibt keinen schöneren Ort als das eigene Heim und sei es noch so bescheiden. Oh ja! Yeah.